Guck mal, jetzt leckt's aber nicht, oder? So, ein Zufall, dich zu treffen. Guten Hast du Platten? Willen, alles gut? Gar kein Problem. Ich helfe dir doch mal kurz hier. Komm her. Nee, ich merke das schon. Danke dir. Ich muss nur die Mutter einmal abschalten. Danke dir. Wie geht's dir, Willen? So ist alles gut, ja? Alles super hier. Super, vielen Dank. Danke dir vielmals. Und gefällt dir mein Knackarsch? Das war knapp. Schade, dass der dich nicht getroffen hat. Und sonst, Willen, wie läuft's denn mit deiner Mafia? So wie damals? Kaufst du wieder ab, wenn es brenzlich wird? Ja, nice. Rein, ne? Vielleicht mal nicht hier rumpimmeln, sondern selber arbeiten, ne? Hast ja nicht so viel zu tun, wenn du mich hier besuchen kommen kannst. Selber arbeiten! Aber was für Steck einfach mal weiter, du Besser! Hallo, ist alles gut. Hallo, was soll das? Hallo! Wow! Warum bist du denn nicht so aggressiv? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, danke für das Reparaturkit, wenn du mir danach wieder meine Reifen verschießt. Dankeschön, vielen Dank. Kollege, steigen Sie ein. Guten Abend, vielen Dank. Ich hab Sie hingerufen, ja? Einmal zum Casino, Diamond Casino, bitte. Ja, ja. Ulrike? Ja? Kann ich ein Wort mit Ihnen sprechen? Es geht ums Geschäft. Ja, was ist denn los? Erklär mal. Also, wir wollen in Zukunft eine Partnerschaft mit dem Diamond Casino machen, indem wir mit Rolls Royces vor der Tür stehen und die Leute, VIP-Kunden oder Kunden, nach Hause fahren. Mit wem? Mit Rolls Royce Autos. Was für Rolls Royce? Autos. Mit wem wollen Sie eine Partnerschaft machen? Mit wem willst du eine Partnerschaft machen? Mit Ihnen. Wir warten vor der Tür, holen die du Leute. Du willst mit mir eine Partnerschaft machen? Wir fahren einfach die Leute nach Hause. Und was zahlt ihr mir dafür? Wir geben Ihnen am Schluss die Geld. Hallo, fahrt mal langsam, ihr Wir geben Ihnen den Umsatz, den wir von Leute rumfahren. Pass mal auf, wir machen das so. Du fährst die Leute, du gibst mir dein Geld und ich sag deiner Mutter nicht, dass du so lange wach bist. Digga, warum machst du so, ja? Was ist denn los? Boah, meine Hände tun WLAN. Ja. Haben Sie guten Tag, Herr Oleg. Guten Abend. Ah, das ist der Herr Oleg, würde Guten Abend, Frau Botti. Der Ulrike hier. Ich wollte Sie noch mal fragen, ob alles gut ist soweit, weil ja gestern ein ziemlich turbulenter Tag für Sie war. Ja, ich wollte da fragen, wie geht es Ihnen? Mir geht es soweit, mehr schlecht als recht. Ne? Also, wenn es für Sie möglich wäre, würde ich mich auch gerne noch mal mit Ihnen treffen. Ja, sehr gerne, wenn Sie wollen. Natürlich, bis gleich. Okay, vielen Dank. Guck mal, wenn du fährst wie ein Chansir, wie ein Kalb, wenn du so wie ein Haiwan fährst, selber schuld. Du, Alec. Was hast du gesagt? Jetzt verpiss dich. Alles gut, entspann dich. Ich geh schon, alles gut. Mach keine Filme jetzt. Nein, ist wirklich alles gut, wirklich. Lesnes, bleib stehen! Nimm die Hände hoch! Was ist los mit dir? Bist du verrückt? Was sagst du denn hier, Alter? Bist du verrückt geworden? Siehst du eine Knarre gegen mich, hä? Hallo! Sorry. Was sorry? Geh renn gerade aus. Hier, gerade aus der Entlang. Gerade aus. Renn. Wohin? Du hast schneller, mein Auto gerade. Ist mir scheißegal, was ist mit deinem Auto. Fahr schneller. Fahr mich zu Taxi. Renn. Ich fahr dich nirgends wohin, sonst fängst du dir noch eine. Versieh dich. Renn! Du hast mich abgestochen, du Horn. Renn! Hallo? Wie kann ich dir helfen? Wissen Sie, wer ich bin? Nee, wer bist du denn? Sag mal. Sie haben mich operiert. Oh, Herr Grönchmer, guten Abend. Alles gut bei Ihnen? Ja, und bei Ihnen? Ja, natürlich. Schön, Sie zu sehen. Ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht jemanden noch bräuchten. Wofür? Bei Ihrer, bei Ihren Operationen oder jemanden, der vielleicht dann danach mit Gott sprechen möchte, weil ich jetzt den Weg zu Gott gefunden habe. Haben Sie schon mal zu die Dienst gegangen, zu die Kirche? Aber natürlich, da war ich gestern. Gestern, heute Morgen und vorhin. Und ich wollte fragen, ob Sie vielleicht ein paar Patienten haben, die vielleicht auch mit Hilfe Gottes den Weg zur Besserung suchen würden. Denn voll Vertrauen zu Gott beten, bittet und ihr werdet bekommen. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. So werde ich ihre Patienten mit offenen Armen empfangen. Sind Sie schon komplett von den Schmerzmitteln, auch die wir Ihnen da reingepumpt haben? Fühlen Sie sich wirklich schon, also dass Sie davon runtergekommen sind? Aber natürlich. Also Sie sind auch nicht mehr unter Drogen oder irgendwas, ja? Nein, weder unter Drogen noch von den bösen Geistern jederzeit plagten. Stecken Sie ein. Eine Sekunde, ich werde angerufen.
Senna, ich muss kurz telefonieren, Senna, mein Onkel. Ja, Udo, wie kann ich dir helfen? Ich bin gerade im Gespräch. Tut mir leid, hier ist einer, der meint, du hast ihn getasert und ihn abgestochen und daraufhin hat er eine Waffe gezogen an meinen Mitarbeiter und daraufhin hat er ihn getasert und jetzt haben wir ihn hier gefesselt drin. Was sollen wir mit ihm machen? Habt ihr den gefesselt? Ja, der ist jetzt hier drin. Ferim, ich komm gleich. Okay. Bis gleich. Gibt es Probleme? Wir haben eine Person, die tatsächlich einen inneren Dämonen noch in sich drückt. Oh, ich bin auch ausgebildet dazu, einen Exorzismus durchzuführen. Die Person ist gefesselt. Okay. Wir können versuchen, den Dämonen rauszubeschwören. Wenn sie dabei sind. Aber natürlich, wir brauchen dann am besten noch zwei, die ihn sichern, ihn festhalten. Denn wenn wir ihn wirklich dann, wenn wir dann wirklich mit dem Exorzismus den Dämonen herausbeschwören, dann wird er auch unfassbar, dann wird er auch unglaubliche Kraft entfesseln. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal solche Filme wie Conjuring gesehen haben. Ich habe Dings geguckt, einmal Scary Movie. Kennen Sie den? Ja. Weil das auch so, ne? Ist genau in echt. War auch so, ne? Ja, auf einmal da einer so einen dicken Schweiß bekommen, weißt du? Dann ist der von Dings runtergeflogen, vom Fenster runtergeflogen und sein Schweiß hat sich in die Straße reingebaut, mein Mutterfan. Drück den zum Lager, ich will den im Lager hinten haben. Okay. So, dann kommen Sie mit, ja? Achim, grüß dich, alles gut? Grüß dich, wie geht's euch? Alles gut, hier war einer, der hat unsere Laden bedroht. Er hat gesagt, ich werde Achim seine ganze Familie abschlachten. Und ich lässt du niemals reden mit einem Bruder von mir. Was hat er gesagt? Ja, hat er so gesagt. Hallo, Achim. Grüß dich, Achim, ich spreche dich. Alles gut, Achim. Alles gut, Achim, bitte. Ich spreche dich. Merci, bitte. Alles gut, Achim. Alles gut. Ich spreche dich. Du musst nicht die ganze Leiden hochstrecken. Alles gut, Achim. Alles gut. Ich hab ein bisschen Angst gehabt gerade. Alles gut, ich spreche dich. Digga hat einfach einen Raki. Ich weiß, wo wir das machen. Wir machen das auf der Pferderange. Warte. Geht hinten, da wo die Ställe sind. Ja, komm mit. Los! Warte. Los! Sind Sie aufgeregt? So, ja, ich muss auch gerade kurz die Bibelstelle heraussuchen. Hier, Sie haben ja auch ein Buch dabei, denke ich mal, oder? Aber natürlich. Jungs, beeilt euch mal ein bisschen. Hier, komm, ein bisschen Sport, los. App. Wie in der Kreisliga immer im Dorf ein Fußball gespielt habe. Sie, Junge! Sie! App! Sie! Komm, yeah! Sie! Patrick, sie, los! Jawohl, das ist mein Sohn, noch eine Runde! Jawohl! Vamos! App! Da vorne! Ja, Ulu, da willst du Schweinefleisch essen, dann wird das nicht so, ne? Dann willst du mehr Ausdauer haben, los! Ach du Scheiße, es fängt schon ein bisschen Training oder was los mit es dir? Es entfällt, Jungs, alles gut. Lass ihn. Soll ich den Boden vorher weihen? Ja, mach das hier. Stell ihn da, komm mal mit, Ulle. Jalla. So, jetzt lass mal alle zum Freiraum. Bleib hier stehen. Achim, komm weg hier. Der ist besessen, Achim. Dein Reich, komme. Tabe. Nimm die Waffen runter, seid ihr verrückt? Wollt ihr, dass der Geist euch angreift? Was für ein Geist? Was, wenn er verrückt wird? Hallo, entspannt euch. Sagt Aya del Kursi. Entspannt euch. Jungs, alles gut, entspannt euch. Jungs, wir arbeiten am Casino, was? Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Hallo, Jungs, ihr müsst ruhig sein. Alles gut, nehmt die Waffen runter. Sie müssen alle ruhig sein, alle die Fresse halten. Wenn er sich von den Fesseln befreit, müssen sie auf jeden Fall bereit sein zu schießen. Aber nicht schießen. Mit dem Taser, bitte. Habt ihr Semsemwasser, Jungs? Jungs, bitte. Wie, du hast ja... Er hat noch eine Pistole. Oh Mann. Ihr müsst die Fresse halten! Lass die Fresse jetzt! Du musst lauter reden, Hallo, stehen bleiben. Polizia! Was ist denn jetzt hier hinter uns los? Wir sind die Security! Hey. Es ist alles gut! Wir sind die Security! Es ist alles gut! Was ist hier an? Wir sind die Security! Sprengt euch doch mal! Wir sind die Security hier! Einmal noch meinem Grundstück hier! Einmal die ganzen Security-Leute rechts an die Wand! Ja, genau! Ihr rechts oder? Lauf! So lange laufen! Ich hab ne Uzi dabei, ich muss rennen um mein Leben. Ich dieses Telefon, es reicht doch! Junge, wie lang will dieser Hund denn anrufen, Alter? Wenn Sie mich nicht in Ruhe lassen, werde ich Sie kaputt schlagen. Lassen Sie mich in Ruhe, ich werde Sie sonst kaputt schlagen. Ich meine das ist. Ich schlag Sie kaputt, ich habe Kung Fu gemacht. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich werde Sie kaputt schlagen. Gehen Sie weg, ich bin hochaggressiv. Bleiben Sie stehen oder ich muss Sie tasern. Okay, ich bleib stehen. Bleiben Sie stehen. Stehen bleiben, Hände hoch. Verziehen Sie sich. Fallen Sie zurück. App.
Geselle! Ein paar Sekunden später. Rufen erstmal Ulude an. Ulude! Was ist los da mit Polizei? Die haben mich verfolgt. Ist alles gut. Die haben nur geguckt, was sie dabei haben. Sonst nicht. Ist nicht so groß. Ja, aber was wollten die denn? Warum sind die da hingekommen? Ich weiß, ich hab die auch gefragt. Die haben irgendwie gemeint, da war irgend so einer im Oldtimer. Der hat ihnen gesagt, dass wir hier hinten sind. Hä? Ja, aber warum sind die denn hier hingefahren? Was ist der Grund dafür? Ja, verstehe ich gerade selber nicht. Guck mal, wenn die da reinballern mit Taschenlampen an den Waffen und da mir so tun, als würde er es in SEK-Trupp reinballern, dann will ich wissen, was der Grund dafür ist. Okay, ich frag kurz, Herr Feldmüller, was war nochmal der Grund, dass Sie hier angerückt sind? Okay. Herr Oleke. Sind Sie das? Scheiße, Sie... Oh, scheiße. Ich hoffe, ich war's. Moment, ich helfe Ihnen schnell. Haben Sie ein Glück, dass ich das bin? Ah, oh, da sind Sie ja wieder. Süßes, alles klar. Schön, Sie zu sehen. Sag mal, haben Sie da einen Tatsam-Schreck oder was ist los mit Ihnen? Sind Sie kaputt gekommen? Hä? Was soll die Scheiße? Wie weißt du die Scheiße? Wie fällt Sie denn? Sie lecker für Sie, Vollidiot. Hallo? Was, hallo? Sie können doch einfach mal normal fahren. Haben Sie nicht gemerkt, dass ich vor einem LKW gelaufen bin? Und Sie fahren, und Sie fahren, und Sie fahren. Noch ein Stück. Ja, lustig ist das nicht, ne? Wollen Sie mitkommen, Onkel? Nee, fahren Sie alleine. Gehen Sie mit Gott, bitte. Ja, auf Wiedersehen. Onkel, was passiert? Warum hast du geschrien? Geht's dir gut? Alles gut, der LKW ist mir über meinen Sehnagel gefahren. Und auf jeden Fall, der Grund war, dass wir hier hinten jemanden gewaltsam festnehmen. Das okay, und wer hat das gemeldet? Ja, das war einer, die haben mir das nicht gesagt, die haben nur gesagt, das war einer in so einem Oldtimer, der hat gesagt, dass sie da hinten jemanden festnehmen. Gewaltsam. Ja wie, da sitzt irgendeiner im Oldtimer, das kann doch kein Schwein sehen. Ja, weiß ich auch nicht, von wo er die Information hat. Oh Gott weiß. Die wollen auch nicht sagen, wer wir angezogen haben. Ja, natürlich wollen die nicht sagen, wer wen angezogen hat. Was soll das denn, ja? Die müssen uns doch sagen, wer das war. Was soll das denn? Was ist, wenn wir eine Snitch bei uns haben? Ja. Ich weiß auch nicht. Onkel, wo bist du? Ich bin gerade auf irgendeinem Himalaya-Berg. Irgendwo in Indien fühle ich mich gerade. So. Kann so ich dich abholen? Schick mir einen Standort. Ich bin jetzt gleich unten. Ich komme zu Fuß. Bis gleich. Okay, bis gleich. Die haben echt alles gepackt, Alter. Das hätte so krass werden können. Was zum kleine Eisenrei. Bleib sofort stehen. Es ist alles gut. Ist das Geld. Weiterfahren! Ulude! Ich brauche deine Hilfe! Hier bei diesem Damm, neben die Lust im See, Dings hier. Hilfe! Ich ertrinke, ich bin da bei dieser See, die Polizei ist da! Okay, ich komme. Und Onkel, auf jeden Fall, einer von uns, von der Security, hat dich gesnitcht, deinen Namen. Ja, yeah, okay, Ulude! Ich komme! Kalt. Onkel! Was machst du hier? Onkel! Komm hoch! Onkel! Onkel! Ulude! Ulude! Ich danke dir, Ulude. Du hast mein Leben gerettet. Ist die Polizei noch da? Nein. Ich danke dir. Ich bin fast ertrunken hier. Ich danke dir vielmals, Ulude. Ja, vielen Dank, dass du mich weggeholt hast. Sie sind ein Engel. Geschick von Gott. Das habe ich Ihnen aber schon vorher versucht zu sagen. Gott hat mich auserkoren. Danke vielmals. Ganz schnell zum Casino. Schöne Abend, ja? Gleichfalls.